anscheinend nicht mehr. Oh. Blauer Schimmer? Mhm. No. Kein Schimmer, warum ich so blau bin. Haha, für sicher. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch-Bob 42, spielen Amnesia Rebirth. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Amnesia Rebirth und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass ihr auch keine weitere Folge auf diesem Kanal mehr verpasst. Und damit geht's jetzt weiter. Oh, Bobo ist geht's. Dran. Wir sind hier. Immer noch in Algerien. Unsere Sicht ist leicht verschwommen. Ja, könnt Wasser vorm Auge. Hm. Na gut. Keine Ahnung. Aber das gefällt mir überhaupt nicht. Nee, du solltest vielleicht einfach mal in die andere Richtung gehen. Ah, guck, jetzt ist besser. Jetzt nicht mehr. Ja, ich glaube, ihr geht's halt auch nicht. Die ist verletzt. Nee. Ja, irgendwie. Die ist einfach ein bisschen durch, die Frau. Geht's in one? No. Okay. No, I'm sorry. Please be okay. Aber. Haben wir jetzt das Achievement gerade bekommen, weil wir es so oft gemacht haben oder weil wir es jetzt an diesem Punkt gemacht haben? Nee, ich glaube, weil wir es so oft gemacht haben. Okay. Aber vor allem, es ist doch jetzt quasi wieder Tag? Ja. Weil die Sonne stand vorhin super niedrig. Ihre Arme sind schon wieder so voll mit, Ja? Ach so, ja. Sorry, my love. Just let me know you're alright. Das war ein Vogel, oder? Ja. Ah, ja. Guck mal, jetzt kann ich normal laufen. Jetzt ist irgendwie wieder helllichter Tag. Okay. Also wir haben ja bei diesen Statuen haben wir ja schon einen Fluss gesehen. Da waren noch diese, ich sag mal, Malereien, Höhlenmalereien, wie auch immer. Mhm. Mit einem Fluss und auch am Ende ein See oder dann war das vielleicht sowas. We didn't hurt you. Ja. Aber wir gehen jetzt durch den Gebirgspass gerade, ne? Stimmt. Guck mal da oben beim Baum. Guck mal da drüben. Schon eine Gestalt. Also, nimmt immer mehr Gestalt an, ja. Ja, wer bist du, was willst du? Das würde ich auch gern wissen. Ist ja, finde ich, auch erstmal nicht zu viel verlangt. Oh. Sie ist sehr schwerfällig. Oh, das mit dem Schatten finde ich cool. Ja. Musik ist auch sehr gut. Und hier am Baum ist nix. Komisch. Ja, gerade so Mufasa-mäßig. Kann ich da oben lang? Ja, wo, da komme ich nicht hoch. Speziell ausgesehen. So. Ja, voran hier. Hallo? Hier kann ja nichts passieren. Komm. Deswegen ja. So, helllichter Tag. Ah, die Oase. Oh. We came this way. Stay with me, Hank. It is not good, Miss Trion. Not at all. We may reach hell, but he will not. Fuck. Das heißt, wir finden hier gleich eine Leiche. Eventuell. Kann ich ins Lauf Wasser? Da hinten ist unser. Okay. Rechts oder links? Achso, da müssen wir wahrscheinlich hin. Ah ne, da geht's auch lang. Aber da ist das Licht. Ich gehe mal links rum. Links rum ist erstmal gut.
kommen wir gleich hin. Wir gucken erstmal, was es hier oben gibt. Nämlich. Oh, doch, Flashback. Ja. Wait. The thing in the fort. A ghoul, you said. What was it? I don't know. It's just a story. It said they haunted graves and dead places. And they ate human flesh. Demons that were driven out of paradise. Hm. Aber bin ich jetzt hier hin nur für diese... Ja, wahrscheinlich, weil du hier irgendwie mit Jasmin dann irgendwie drüber gesprochen hast. Hm. Na gut. Dann gucken wir uns mal das hier an. Hier ist keine Leiche. Oh Christ, this feels good. Don't drink too much. And fill up the flasks, bottles, whatever you have. Boah, Tipp an euch da draußen, trinkt mal nicht unabgekochtes Wasser aus der Wildnis. Weil ihr seid einfach nicht mehr dafür gemacht. Nee. Weil wir sind einfach verweichlichte westliche Zivilisationsmenschen. Ja. Die mit sowas nicht mehr klarkommen. So und gar nicht. Ach, ein Rift ist hier. Ja. Ah. Okay, da kommen wir gleich drauf zu. Ja, wir halten sowas nicht mehr aus und kriegen dann einfach instant Durchfall und werden krank und so. Schon ein bisschen neblig so, oder Dunst. Mhm. Interessant. Ich guck mal hier in die Ecke noch, wo hier irgendwie nicht zu sein scheint. Ah doch. Na, guck mal. Ja, das war klar. Da ist noch so. Eine Notiz oder sowas. Alexander Melville Sterling, das Geld. Papiere, britisch, braucht ein Visum, reist von Quardon mit uns. Alex Sterling, Sohn von Robert Sterling, er hat das Geld. Kommt wahrscheinlich mit, um sich wie ein großer Junge zu fühlen und ein Abenteuer zu erleben. Wir haben uns in Mayfair getroffen. Fröhlich und charmant, möchte mit allen gut auskommen, schwört, dass er seine Stellung im Team kennt und all unsere Ratschläge befolgen wird. Klar, das glaube ich, wenn ich es sehe. Vielleicht sollte ich ihn Rachel überlassen. Sie weiß, wie man mit der britischen Oberschicht umzugehen hat. Muss ihn zufriedenstellen, aber keine Sonderbehandlung geben. Er kann nicht ohne Privatsekretär reisen. Fängt schon schlecht an. Mayfair wurde in Dark Descent auch erwähnt. I'll admit, he fits in better than I expected. These guys know Tazi. They bleed money. You know what I mean? It gives them this crazy confidence. Like the world has to do what they tell it to. Okay. Ist das eigentlich... Nee, ist nicht. Da ist noch was drin. Oh. Da, was ist das? Ein Löffel. Ach, da fällt mir was ein. Was denn? Spiel mal weiter. Ich spiel weiter. Okay. Okay, während Butch was einfällt, mache ich hier einfach mal weiter. Wir gucken uns hier noch den Rest an. Hier wird wahrscheinlich auch nichts mehr sein. Außer ein paar Bäumen. Schöne Oase hier. Obwohl, ich gehe mal in die Mitte zu diesen zwei Felsen. Ich meine, ich habe gerade nichts zu verlieren. Einfach mal gucken. Und nope. Na gut. Gucken wir uns da oben den Bums mal an. Ah, eine Statue. Butch, ich habe eine Statue gefunden. Christ almighty. Don't go near it. Tazi. Follow. Hope. Life. I think she's trying to help us. Oh my god, oh my god, oh my god. My god. Oha. It's a fucking devil he's wanted us. Shit. Okay, da müssen wir mal gucken. Da geht der Fluss entlang. Oh Gott, rollt hier wieder irgendwas ewig? Achso. damit warten wir mal noch. Hm.
Naja, wir können auch kurz auf Butch warten. 12 Sekunden später. 1 Minute 37 Sekunden später. Später. Ein Schritt. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später. Irgendwann später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Willst du noch? Na, ich warte gerade auf dich, weil es ist tatsächlich ein bisschen was passiert. Okay. Und ich habe mir die Wire-Notiz nochmal durchgelesen und ich schneide das immer noch nicht, wie der das beschreibt. Ist nicht schlimm. Happy Bob's Day to you. Oha. Happy Bob's Junge, Day ist to you. Schon. Happy Bob's Day, lieber Oha. Bob. Der Kuchen ist runtergefallen, aber Happy Bob's Day. Das ist mir zu lang. Der ist runtergefallen. Shit. Nimm mal. Ja, nehme ich. Nimm das Oha. Mal. Guckt euch das. Guckt euch das. Ich will mal da drüben zum Bildschirm zeigen, aber es ist ja hier. Guckt euch das an. Es ist ein Bob's Day. Guck mal, wie dunkel das auf einmal wird. Ja. Oha. Und das von unserem bärtigen Freund? Das dachte ich mir schon fast, weil er hat mir gesagt, dass er noch was hat mit für großer mich bärtiger über Überraschung, Umarmung eigentlich. Und ja, ich nehm's dir wie mache ich das jetzt? Zum Beispiel, oder ich nehme es einfach ja? und stelle es ganz woanders hin. Okay. Schild krass, Freund, wie haben wir denn das jetzt? Also, ich hab das gar nicht realisiert, dass es schon so spät ist. Candy Cane, Marshmallow. Ich habe schon die Pause gemacht. Also so, du hast ja. einfach schon seit... Naja. Naja, Happy so Box ist das. Day. Danke, Butch. Geil. Boah, aber dann würde ich... Boah, würde ich halt schon... Naja, nee, wir spielen erstmal kurz noch. Und beim nächsten Cut dann hier ja. trinke ich das da. Alles klar. Geil. Der ist mir voll runtergefallen. Das ist ungünstig, aber naja. Mein Gottchen. Nee, pass auf. Ja. Okay. Ich habe mir jetzt nochmal die Wire-Notiz da durchgelesen. Hier. So, und hier steht ja, Wires Notizen haben eine instabile Zeitachse bei Übergängen zwischen den Welten vorausgesagt. So. Jetzt. Durch die ein Schritt einen um mehrere Jahre versetzt. Mhm. Okay. Den Körper dabei aber unverändert erhalten könne. So, das heißt, wenn ich mich in dieser Welt bewege... vergehen mehrere Jahre oder können mehrere Jahre vergehen. Ja. Ich verändere meinen Körper aber nicht. Also ich bleibe jung und genau, also ich reise quasi in die Zukunft oder genau. so. So, und dann steht aber, oder den Körper verändern, während er in der umgebenden Welt keine Zeit vergeht. Genau, und deswegen aber hat sie ist die umgebende Welt, ist das diese dunkle Welt, in der wir waren, oder ist die jetzige damit gemeint? Und dann hat sich ihr Körper in dem Sinne verändert, dass die Schwangerschaft fortgeschritten genau. ist und in der normalen Welt aber ist keine Zeit vergangen. So. Okay. Gut. Das und dann haben wir eben diese Erinnerung bekommen. Jesus. Kann ich die nochmal okay. abspielen? Ja. ja. Christ Almighty. Don't go near it. Tazi. Hope. Life. I think she's trying to help us. Oh my god. My god. It's a fucking devil. Und dann ist erst die Silhouette aufgetaucht. Also das hier war vorher ausgeblurrt. Mhm. Und anscheinend wurde Tazi halt Hoffnung und Hilfe versprochen. Ja. Und du musst das mal unterhalten. Und die anderen haben das aber irgendwie nicht so gesehen, anscheinend. Und dann meinte er, ne, ist der fucking Devil und dann ist das hier aufgetaucht. Ja. Und, ja. Das Great. War hier an dieser Statue. Hier sieht man auch wieder, ne, hier so mhm. Fluss irgendwie, irgendwas. Und diese Notiz habe ich noch nicht gelesen. Okay, los geht's. Oh mein Gott. 4th of March, 1937. I am Tazi Trianon. I survived the crash of the plane Cassandra. With me are Hank Mitchell, Yasmin Chabani, Dr. Anton Metzier, Leon De Vries, and Malik Tambura. My husband Salim and others are in a cave near the crash.
and need help. Some have died. Richard Fairchild could not handle what we saw here. He ran. Alex Sterling has gone after him. We can't wait. We must do something that is utter insanity. Hank Mitchell, our leader and my friend, was badly wounded by a creature in the fort. Yasmin calls it a ghoul. A flesh-eating monster from desert legends. She may be right. Hank is losing blood fast, and he will die. There is no time to get to help. There is a shrine here, to a local spirit. This will sound like madness. She appeared to us. A figure of glowing light. She spoke to us. She offered healing and to save us from the desert. And I agreed. She led us to an amulet, hidden here in the shrine. I took it. Now there is a shimmering doorway in the rock. I swear it wasn't there before. If we step through, Hank might survive. He is so pale. Oh, Selim, I don't know what else to do. This is crazy. But I promise, I will return to you. Okay, jetzt habe ich erst geschnallt, was das mit Alex Sterling und dem Richard auf sich hat. Die sind wirklich ein Liebespaar. Ja. Weil... This is insane. In dieser Notiz von Alex stand doch gerade eben, Hanks Notizen und Alex Sterling, stand doch, er kann nicht ohne Privatsekretär reisen und Richard ist sein Sekretär. Ja. Also, die sind ein Pärchen. Ja. Und dann auch mit diesem Foto da ganz am Anfang in der Höhle und alles sowas. Okay, jetzt wissen wir auch, wo wir das Amulett her haben und anscheinend, ja... da ist der Spalt. Mhm. Hank habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ich bin hier noch nicht weitergegangen. Jetzt mal schauen, ob hier... Naja, wenn er nicht im Dings drin ist. Das Funkgerät. Ja. Hallo? Tassi? Hallo? Yes. Yes, I'm here, Doctor. Oh, it's so good to hear your voice. Ah. You're still... Well... Where are you? The Oasis. We were here before. What happened to us? I just read something I wrote. There's a spirit. A glowing spirit. I've seen her. I will explain it all, Tassi. Come to the village. We have lit a beacon in the tower. Look for the smoke. Oh, thank God. Thank you. Thank you. Doctor, you talked about my blackouts. I have these marks on my skin, and I keep losing control. You gave me a medicine. What's wrong with me? I do not know for certain. We need diagnostic implements, reference books, civilization. Remember, Tassi, control yourself. Avoid fear. Avoid anger at all costs. I have to go. Yasmin, she needs me. Doctor? Doctor! Shit! Der weiß doch der was. Der weiß ein bisschen. Der jedenfalls hat er mitbekommen, was mit ihr passiert. Ja. Und der weiß mehr als wir. So, was ich vorhin schon überlegt habe, auf den Karten und so hieß es ja immer, dass dieses Dorf ist irgendwie 1-2 Tagesreisen oder so weg. Jetzt kommt natürlich dieser Rift wahrscheinlich sehr gelegen. Schon. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Schiss. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie was verpassen oder so. Nicht, dass ich jetzt hier hochgehe und dann nachher nicht mehr zurück kann. Ja, das ist hier manchmal so ein bisschen... Ach, guck mal. Die haben dieses Leuchtfeuer. Ja. Gute Aufgabe. Also sie malt gut. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Rift. Ja, ich würde auch erstmal zum Rift gehen. Warte mal. Ah. Okay. Jetzt
kann ich ja, wenn ich so hier mache, nee, wenn ich so mache, dann ist es doch okay. Genau. Cool. Und ich könnte mir vorstellen, weil sie hat auch in dieser Notiz ja geschrieben, oh, was ist, wenn wir da durch den Rift gehen, was ist mit Hank und so. Ja, wahrscheinlich, ich glaube, wird er da sein. Ist da schon drin. Ja. Oder seine Leiche dann wahrscheinlich. Ja. C, ne? Ja. Das ist nicht aktiv. Oh. Nothing. I guess this is closed somehow. Where did she take us? Aber da. Wenn das wandert. Ja. Na gut. Dann eben. Dann nicht. Ist das so. Aber der Kompass zeigt nirgendwo hin. Na gut. Ich lasse ihn mal trotzdem draußen. Oder auch nicht. Die Entscheidung wurde mir anscheinend abgenommen. Lügenbob. Okay, Leuchtfeuer. Dahin und jetzt durch die Wüste. Obwohl ich das immer noch mit dem Tag-Nacht-Zyklus-Ding hier noch nicht so ganz verstehe. Weil eigentlich müsste doch jetzt Nacht sein. Ja. Ich glaube, also, oder wir waren in dem Panzer einfach für immer ohnmächtig oder so? Oder ja, das kann ja auch sein, nicht. Ne? Wer weiß, wie lange wir da unten allgemein rumgestromert sind. Und zwischendurch auch mal gestorben, quasi. Stimmt. Hm. Nee, der. Ach, gut. It can't be far. Oh, little one. A village. Was denn? People. Achso. A way home. Paris. You'll love Paris. We'll go walking in the Luxembourg Gardens. I'll show you where Alice used to play. Where Alice used to play. Little one. Please be okay. Das hier. Ah ja. Kann man da lang gehen? Ich denke schon. Mal schauen. Hier kann man auf jeden Fall hoch. Oh, guck mal da. Und ansonsten nix weiter. Ja, mal gucken, was hier. Guck mal. Eine weitere Person. Richard. Privatsekretär, Fragezeichen. Papiere britisch, braucht ein Visum, reist von Croydon mit uns. Richard Fairchild, Sterlings Privatsekretär. Was will Sterling denn tun? Ein Buch schreiben? Kommt mir wie unnötiger Ballast vor. Blasser Typ, sieht aus, als würde er die Flucht ergreifen, wenn ihn eine Gazelle auch nur schief anschaut. Sagte, er wolle es mit dem Jagen probieren, aber der kann doch keiner Fliege was zuleide tun. Gleiche Behandlung wie Sterling, denke ich. Dafür sorgen, dass er sich als Teil der Expedition fühlt, aber keine Sonderbehandlung. Das ist sehr hell. Na, ist schon dolle hell. Oh. Oh, the secretary. Poor guy. You ever see anyone so out of his depth? I mean, obvious why he's here. No way was he gonna let Sterling out of his sight, but heck, bet he's regretting it now. Ach so, wir brutzeln in der Sonne wahrscheinlich. Ja. Na gut. Dafür haben wir. Hier würde ich die Frage, geht man jetzt? Ich glaube doch, geht man ist vielleicht nicht ganz da hinten so gut, irgendwie lang oder die ganze Zeit in der Sonne brutzelst. Ach, das geht schon. Was ist, wenn ich hier runterspringe? Nee, mache ich nicht. Dann gehe ich jetzt wieder diesen Weg hier lang. Passiert nichts, wenn man in der Sonne ist. Diesmal erschreckst du mich nicht. Nee, diesmal war okay. Ich würde aber gerne. Ach, guck mal, da hinten steht doch noch was. Würde ich trotzdem gerne nachgucken. When we get to the village, you can meet the doctor. Oh, das ist and raus. Yasmin, she's from Algiers. She's nice. And we'll figure out what's wrong with me. All will be well. Ja,
Okay, nichts verpasst. Gar nichts. Aber dann ist die Frage, wo will jetzt das Spiel... Also, will es, dass wir da hinten lang gehen? Ja. Oder? Krass, dass die Fußspuren so bleiben. Ist das ein Wegweiser? Oder? Ich habe ganz schöner Aufwand. Also da, das sieht ein bisschen wie Blut vielleicht sogar aus. Aber, naja. Gut. Ich muss sagen, das ist eine ziemlich lame Passage bisher. Das könnte ein Rift sein, oder? Nee. Genau. Das sieht schon komisch aus manchmal, ne? Das ist so eine... Also irgendwelche Wrackteile? Nee. Hier war schon... Nee, schon Rift-mäßig. Hier war ein Rift, ja. Warte mal. Aber anscheinend nicht mehr. Oh. Blauer Schimmer? Mhm. Hallo? Kein Schimmer, warum ich so blau bin. Haha, für sicher. Okay, es ist einfach nur... Es ist einfach generell nur blauer Schimmer. Warte. Jetzt noch mal gucken. Nee. Wieder hoch. Nichts. Das ist ganz schön dolle blauer Schimmer hier. Schon so. Ja, schon fast Nebel. Oh. Oh. Da ist ein Rift. I really don't like this. Hol mal raus. Ich habe ihn rausgeholt. Oh. Warum packst du es wieder weg? Was flüstern. Nee, weil ich erst gucken will, ohne das Ding zu öffnen. Ah, da hinten ist es. Das da? Ja. Ah ja. Nee, ich will erstmal einmal ohne gucken. Ob hier noch irgendwas vielleicht ist. Was denn? Ah, Treibsand. Oh oh. Oh nein. Fuck! Aber. Ich glaube, wir sind durch den Rift, egal ob wir wollten oder nicht. Christ, we were so close. What the hell is this place now? War ja mal wieder klar. Ein Fahrstuhl? Oh. Das sieht sehr modern aus? Naja, nicht so modern, aber so, weißt du, so wie so in Assassin's Creed, so die ja. Precursor. Oh. 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 Die kennen wir. Die Statue. Und Orb und so. Mal gucken, das hier ist wahrscheinlich versperrt. Gut, der funktioniert nicht. Na gut. Ich mach die Türen von da alleine auf. Was mir besonders gefällt an diesem Teil, es sind ganz andere Farben deine Maus nicht so. In den anderen Teilen. Wie meinst du? Na, ganz andere Farben, die benutzt werden. Das ist das, was wir gesehen haben. Mother Mary, not again. Not again. Das ist auch, was wir mehr oder weniger gesehen haben. Aber das hier wirkt geordneter. Ja. Okay, cool, cool. Quasi zivilisiert. Oh. Der ist an. Das ist doch der Fluxkompensator. Also ich dachte von Iron Man hier. Das, ach so. Ja, okay, ist ja. Ist so, der Arc Reactor. Cool. Cool. Das ist schon ein bisschen doller gut, ja. Ja, was denn... Sind wir jetzt... Okay, sind wir jetzt... Also wann gebären wir dieses Kind? Weil anscheinend geht das ja auch... Oh. Würde ich das aufmachen? Ja.
Es ergibt gar moderne Zivilisation mit, ja. Na gut, vielleicht Oh! Die Linien von Nazca? Kennst du das? In Südamerika? Nein. Blende ich hier vielleicht ein. Das wäre auch ziemlich cool für einen Amnesia-Teil. Weil, okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, die Nazca-Linien, das sind, also die kann man von der Luft aus halt sehen und ergeben halt so, ja, weiß ich nicht, Tiersymbol oder irgendwie was auch immer. Ah, guck mal, das Ding hatten wir im Arsenal. Mhm. Damit hast du die Wand eingerissen. Ja, aus Versehen. Schade, ist keine andere Wand eingerissen. Okay. Wo die Stühle auch, achso. Ja. Oh. Ah ja, den Sound. Cool, cool. Das ist das Gesicht wieder. Ja. Und Öl. Die haben hier Öl. Pass auf, dass die Amerikaner euch nicht direkt demokratisieren wollen. Hm. Was mache ich jetzt? Oh! Beenden die Folge anscheinend. Ja, machen wir. Alles klar. Nächste Woche gucken wir mal, wo wir hier gelandet sind. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr nämlich auch die nächste Folge nicht, wo wir hier weiter rumstromern werden. Und vielleicht ja sogar schon das Dorf erreichen. Mal gucken. Jedenfalls sagen wir bis nächste Woche. Bleibt gesund und au revoir. À bientôt.